Hallo, hier ist User Paul mit dem Thema GIMP, die Sitzung zurücksetzen. Irgendwie hatte ich wild herumgeklickt und plötzlich waren meine Fenster in der freien Bildbearbeitungssoftware GIMP alle auf der rechten Seite. Also die Werkzeugleiste, Ebenen und so weiter. Irgendwie konnte ich machen, was ich wollte. Links ging nichts mehr. Zurückschalten in den Mehrfenstermodus und dann wieder Einzelfenstermodus half auch nichts. Da gibt es wohl auch ein Bug-Report, dass so etwas passieren kann. Ich bin mir aber auch nicht ganz bewusst, was ich getrieben habe, um den Fehler oder das komische Verhalten zu provozieren. Was hilft, ist eine radikale Herangehensweise. GIMP komplett zurücksetzen. Etwas zu heftig wäre es allerdings, das komplette Verzeichnis .gimp-2.8 in die Tonne zu kloppen. Ich verwende GIMP 2.8 unter Linux. Dann gehen auch Skripte und Plugins, die dort hinterlegt sind, verloren. Okay, vorher erstmal GIMP schließen. Die für den Aufbau der Oberfläche verantwortliche Datei bei der Open Source Software ist Session RC im Verzeichnis. Ansicht verborgene Dateien anzeigen. Im Verzeichnis .gimp. Minus 2.8 Session RC. Löscht man nur diese und startet GIMP danach neu, hat man die Sitzung zurückgesetzt. Plugins, Skripte und so weiter ist alles noch vorhanden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kopiert die Datei vorher an eine andere Stelle oder benennt sie einfach um. Also löschen. Ja, löschen. Und dann einfach GIMP neu starten. Und dann müsste alles so sein, wie es sein sollte. Okay. Die Einstellung, zum Beispiel hier, Fenster, Docs verbergen. Oder zum Beispiel auch Fenster, Einzelfenstermodus. Werden in dieser Datei Session RC gespeichert. Und dort kann man diese Einstellung auch verändern. Ich mache jetzt mal was. Fenster, Docs verbergen. Nun beende ich GIMP, also werden diese Einstellungen in der Datei gespeichert. Und um die Einstellungen nun in der Datei zu verändern, verändert man die Datei mit einem Texteditor seiner Wahl. Die Einstellungen, die ich jetzt gezeigt habe, die findet man hier ganz unten. Halt minus Docs, Yes. Und zum Beispiel, also Docs verbergen und Einzelfenstermodus wäre hier Single Window minus Mode, No. Also verändere ich jetzt es in No. Dann speichern, schließen, dann GIMP neu starten und dann müssten die Docs eigentlich wieder zu sehen sein. Und da sind sie. Das war User Paul von dem Screencast. Ciao und viel Glück.